China kommt mit der dritten Drohung um die Ecke in Sachen Handelskrieg, zumindest wenn man einem aktuellen Bericht von Reuters glauben darf. Und die Fed wird wohl nur noch einmal die Zinsen senken, nämlich nächste Woche und dann erstmal finito, dann erstmal basta, perché die Inflation ist wieder da, die Inflation ist letztendlich wieder in einem Aufwärtstrend. Das dürften die heutigen Daten zeigen, zumal dann Trump an Deportes ist. Das heißt, da kommt einer, der Zölle einführen will, der damit das Potenzial für weitere Inflationssteigerungen anheben wird. Darauf muss die Fed reagieren, wird die Fed reagieren, vielleicht eben jetzt oder wahrscheinlich nochmal diese Zinssenkung machen, je nachdem wie die heutigen Inflationsdaten ausfallen. Aber die müssen schon sehr hoch ausfallen, dass die Fed darauf verzichtet. So die allgemeine Auffassung der Märkte. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Chinesen hier gemacht haben. Zunächst der Bericht von Reuters sagt, ja, also laut Insidern, die hier anonym bleiben wollen, überlegt China einen schwächeren Yuan. Genau das hat man ja schon gemacht im ersten Handelskrieg. Ab 2018 ist also jetzt mit Sicherheit keine besonders interessante oder innovative Lösung, aber ist völlig klar, wenn ein Land gegen dich Zölle erhebt, dann wertest du deine eigene Währung ab. Damit kannst du das ein Stück weit kompensieren, je nachdem wie stark die Abwertung ausfällt. Und wir sehen, Bums, Dollar, Yuan nach oben, also der Yuan zum Dollar abgewertet in einer ziemlich heftigen Reaktion für dieses Währungspaar. Wir sehen aber Dollarstärke dann auf breitester Front, auch Euro-Dollar dann unter die Marke von 1,05 gefallen. Heute Morgen so 7 Uhr und ein paar zerquetschte, also eine Zeit, wo normalerweise der Devisenmarkt jetzt nicht hoch und runter springt. Für China vielleicht auch ganz gut. Die Deflation frisst derzeit das Wachstum auf. Wenn du deine Währung abwertest, dann hast du natürlich, wenn du irgendwelche Dollarprodukte wie Öl importierst, wirst du natürlich für Inflation sorgen, wirst also diese deflationären Tendenzen vielleicht gleichzeitig mitbekämpfen können. Für China macht das absolut Sinn, die eigene Währung abzuwerten. Hat auch Nachteile, keine Frage, aber in diesem Kontext mit dem Handelskrieg würde das Sinn machen. Ich bin mal gespannt, wie die Märkte heute drauf reagieren. Nachdem Trump gestern wieder Hochintelligentes gesagt hat, er hat gesagt, wir subventionieren Kanada mit über 100 Milliarden Dollar im Jahr und wir subventionieren Mexiko mit fast 300 Milliarden Dollar im Jahr. Damit meint Trump also Subventionen, wenn jemand dir Waren liefert und du gibst ihm daraufhin gedrucktes, wertloses Papier, könnte man sagen. Mit anderen Worten, die einen liefern Güter, die anderen verkaufen ihre Schulden und erklären das da noch als Subvention für diese Länder. Also das ist schon an der Grenze zur absoluten Dreistigkeit, muss man sagen. Aber that's Trump. Er sagt halt, ja, also wir kaufen ja deren Waren, die kaufen unsere Waren nicht. Ja, aber ist das die Schuld der anderen, dass sie die Waren nicht kaufen? Dann macht doch etwas dafür, dass sie die Waren kaufen. Stellt doch mal Top-Autos her, Ford, General Motors. Warum wollen wir die nicht kaufen? Weil sie nicht besonders toll sind. Simple as it is. Hättet ihr tolle Autos, dann würden wir sie kaufen. Hättet ihr tolle andere Produkte. Manches ist ja wirklich sehr gut und wird ja auch gekauft. Aber es ist ja nicht die Schuld der anderen, wenn du letztendlich kaum auch etwas herstellst, sondern deine eigene Wirtschaft eine fast reine Dienstleistungsökonomie ist. Dann da Donald Trump noch mit der Aussage, also jeder, der mindestens eine Milliarde Dollar investiert, der wird praktisch von allen Genehmigungsverfahren befreit, auch von irgendwelchen Umweltgenehmigungsvorschriften etc. etc. Also Trump haut wieder einen raus, ob das so einfach geht. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Frage subventionieren. Hier sehen wir mal das Verhältnis Kanada-Mexiko, ja die beiden wichtigsten Handelspartner der USA, und hier vor allem das Export-Import-Verhältnis. Und es ist ja durchaus so, dass ein großer Teil, der wichtigste Teil der Exporte Kanadas ist eben Öl, also sind fossile Brennstoffe. Das brauchen ganze Regionen in den USA. Der Norden, der Nordwesten sind völlig abhängig von kanadischen fossilen Energieträgern. Wenn das Ganze jetzt bezollt würde, hätten die ein echtes Problem. Und dennoch sehen wir, dass die Handelsbilanz mit Kanada oder Kanada ein 0,86% Verhältnis hat zwischen Exporten und Importen.
Also das ist kein großes Handelsbilanzdefizit, das die Amerikaner zu Kanada haben. Dagegen Mexiko schon etwas mehr mit den 0,718 und China vor allem mit den 0,29. Also man exportiert seitens der Chinesen viel mehr in die USA als die Amerikaner aus China. Und das zeigte, dass natürlich hier die Dinge gerade für China schwierig werden, aber Trump wirklich mit dieser Aussage, das ist schon so ein bisschen unterkomplex und zeigt eine Fixierung, wie jemand, der in eine Kneipe geht, permanent säuft, dann anschreiben lässt und dann dem Wirt vorwirft, ja, warum lässt du denn anschreiben, du nutzt mich aus. Das ist schon irgendwie besonders dreist. Dreist ist auch das, was die gute noch Finanzministerin Janet Yellen gesagt hat, ja, ich mache mir doch so Sorgen um die fiskalische Verantwortlichkeit, die wir hier haben. Die Defizite müssten fallen und so weiter. Schauen wir uns diese Defizite mal an. Im Jahr 2021 machten die USA ein Defizit von 3,2 Billionen. Corona noch Maßnahmen, dann 22 1,4, 23 1,6 und 24 sind wir schon bei 1,8. Die gute Janet ist ja schon länger Finanzministerin, sie war davor Fed-Chefin. Also sie ist in einer langen Zeit, als dieses Defizit aufgebaut worden ist, mitverantwortlich, etwa für 16,7 Billionen, wenn man jetzt ihre Fed-Zeit und ihre Finanzministerin-Zeit dazu rechnet. Also da sagte praktisch der Wolf, hier ist doch etwas schief gelaufen. Ich sollte doch die Herde beaufsichtigen und habe jetzt doch ein paar Schafe gefressen, kommt nicht wieder vor. Also schon etwas sehr Seltsames, was da passiert. Sie ist selber einer der maßgeblichen Treiber dieser Schuldenorgie, die letztendlich dazu führt, dass der amerikanische Staat jetzt über 36 Billionen Dollar an Schulden hat. Allein in den letzten 100 Tagen sind über eine Billion dazugekommen. 100 Tage, eine Billion, drei Monate. Gut, drei Monate muss man sich mal vorstellen. Unfassbar, was da über die eigenen Verhältnisse gelebt wird. Und Trump will noch mehr über die eigenen Verhältnisse leben, indem er sagt, boah, ihr Bösen, ihr schreibt ja, lasst uns ja anschreiben. Ja, er will mehr in den USA produzieren, das ist gut und richtig. Vor allem auch Güter, aber ob das gelingt, das werden wir sehen, vor allem nicht zu den Preisen. Da müssen dann andere Löhne bezahlt werden etc. Also wir sehen hier diese absolute Unverantwortbarkeit dessen, was in den USA läuft, mit wenig Aussicht auf Besserung. Heute jetzt die Inflationsdaten und rechts sehen wir mal die Erwartungen. Median wird erwartet 0,27. Zum Vormonat in den Headline wäre also gerundet 0,3. Und zum Vorjahresmonat 2,7 wäre gerundet auch dann praktisch, 2,7 heute netto. Dann Core, also Kernrate auch 0,27 gerundet 0,3 und zum Vorjahresmonat 3,3. Jetzt sehen wir insgesamt, dass hier eine Bewegung nur von 0,64% erwartet seitens der Optionsmärkte. Also die Reaktion auf Inflationsdaten war früher deutlich höher, dennoch sagt der JP Morgan, ja, also wenn die Zahl jetzt über 0,4 reinkäme, dann würde der S&P 3/4% bis 2,5% fallen. Sie sehen die Aufschlüsselung, wenn es geringer wäre, also unter 0,25, dann würde der S&P 0,75 bis 1,25% steigern, weil der Inflation niedriger ist. Aber hier sehen wir das. Bislang ist eben jetzt dieser Abwärtstrend der Inflation, dieser Disinflation erstmal beendet. Wenn wir heute 2,7 kriegen, was der Konsens ist, dann wäre das eine weitere Steigerung. Dann wären wir zwei Monate in Folge nach oben gegangen. Hier links sehen Sie nochmal Wettplattformen und die verschiedenen Banken. 2,7 ist der Konsens. Das dürfte so kommen. So sieht es dann auch die Cleveland Fed, die mit diesem Inflation Nowcast, also diesem Prognosemodell, letztendlich für die Inflationsdaten. Und wir sehen insgesamt seit Februar eigentlich diesen Jahres, dass die Märkte mehr auf Wachstum gucken als auf Inflation, weil man sich eben gesagt hat, oh, Inflation ist ja kein Thema mehr, aber mit Trump spätestens wird dann Inflation wieder ein Thema und ein großes Thema ist und bleibt vor allem die Service-Inflation, also die Inflation im Dienstleistungssektor. Hier sehen wir mal die verschiedenen Komponenten in diesem obigen Chart. Core Services ist der hauptsächliche Treiber für Inflation in die USA. Dann haben wir Foods, also Lebensmittel. Energy war sogar disinflationär, Core Goods disinflationär, also
Wir sehen, wir haben Inflation im Service-Sektor und wir haben Deflation weitgehend noch im Gütersektor. Hier sehen wir aber im Service-Sektor mal die Prices, ISM. Und da sind wir im Bereich 58, also alles über 50 ist Wachstum. Also die Preise steigen Monat für Monat weiter. Alles über 50 heißt, steigt zum Vormonat. Also hier bei den Dienstleistern gehen die Preise weiter nach oben. Aber auch der ISM-Index Gewerbe, also für die Industrie, zeigt, dass hier die Preise jetzt steigen werden, denn das ist ein Vorläufer für das, was dann bei der Inflationsberechnung passiert, ISM, Manufacturing. Da sehen wir, dass die Preiskomponenten auch gestiegen sind. Wir werden also wieder Güterinflation bekommen und damit fällt ein disinflationärer Faktor weg. Unten dagegen sehen wir, dass Benzin und so weiter nicht mehr ein Treiber der Inflation ist. Wir sehen, dass die Gasoline Prices und Gas Prices in den USA latent rückläufig sind. Also von daher wird keine Inflation kommen. Dementsprechend die Erwartung, die Fed wird nächste Woche die Zinsen senken bei 86% in den Fed Fund Futures. Und es müsste schon sehr heiß heute bei den Inflationszahlen hergehen, also die Zahl höher sein, damit die Fed vielleicht doch nicht handelt. Aber aus meiner Sicht hat Shiromi schon eine sehr deutliche Warnung gegeben, als er gesagt hat, das Wachstum ist stärker, als wir im September gedacht haben. Die Inflation ist ein bisschen höher, als wir gedacht haben. Der Arbeitsmarkt ist weniger schwach, als wir gedacht haben. Also er bereitet im Grunde die Zinspause vor. Man wird die Märkte jetzt nicht komplett auf den falschen Fuß erwischen wollen. Deswegen wird man nochmal diese Zinssenkung machen. Aber dann wahrscheinlich eine hawkische Zinssenkung, wird also sagen, ja, aber da lassen wir erstmal die Füße still und kicken, was da so weiter passiert. Und kicken tun die Märkte hoch und zwar nach vorne, denn es gibt ja Ende Januar dann die nächste Fed-Sitzung. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sinken, nur 20%, während um und bei 70% die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Fed die Zinsen nicht verändern wird. Dagegen sogar 10%. Dass die Fed die Zinsen anheben wird, interessanterweise. Also diese ganze Zinsgeschichte, die scheint jetzt vorbei zu sein, oder diese Zinssenkungsgeschichte mit dieser Dynamik, mit dieser Regelmäßigkeit, die passiert ist. Jetzt wird es interessanter und schwieriger für eine Fed, die die Zinsen senkt mit Aktien auf Allzeithoch, mit US-Hauspreisen auf Allzeithoch, mit Bitcoin auf Allzeithoch, mit den Schulden auf Allzeithoch. Mit einer Core CPI Inflation, die jetzt 42 Monate, wahrscheinlich jetzt 43 Monate über der Marke von 3% ist. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, da die Zinsen zu senken. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir jetzt etwa im November 69 größere Bankrotte in den USA hatten. Das ist die höchste Zahl seit 2020. Wir haben jetzt schon 634 Großinsolvenzen. Das ist das höchste oder die höchste Zahl seit 14 Jahren. Also es ist diese, wie soll man sagen, diese Dialektik. Auf der einen Seite hast du so Boom, Aktien und so weiter. Auf der anderen Seite siehst du schon die Schäden, die die Zinsen, vor allem die gestiegenen Zinsen, bei einigen doch durchaus ausgelöst haben. Was tun? Gleichwohl, wen kümmern schon Großbankrotte, wenn doch die Welt so super cool ist, wie der Investoroptimismus ist ja jetzt praktisch auf Niveaus wie auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Wir lesen dann Schlagzeilen wie BlackRock, die Weltwirtschaft hat diesen Zyklus zwischen Boom und Bust verlassen. Also die Schwerkraft ist aufgehoben in Sachen Wirtschaft, wir werden jetzt nur noch Boom haben. Das zeigt sich aber bisher nicht so wirklich an den Aktienmärkten. Wir haben jetzt 7 Handelstage in Folge. Jeder Handelstag im Dezember war so, dass mehr Aktien gefallen sind als gestiegen sind. Sieht man in den Indizes nicht so wirklich, weil die großen Tech-Werte gestiegen sind. Aber das ist schon wirklich auffallend. Das ist die längste Strecke seit über 5 Jahren. Zuletzt gab es das im Jahr 2019. Hier sehen wir mal die Aktien, die über dem 20-Tages-Durchschnitt sind und über dem 50-Tages-Durchschnitt, ist deutlich nach unten gegangen, massiv nach unten gegangen, während der Index S&P 500 weiter hier stehen ist. Also das ist schon sehr auffällig, genauso wie diese Divergenz zwischen dem S&P 500 und den Halbleiteraktien. Hier sehen wir mal oben in diesem Chart, wie die sich entwickelt haben, das klafft auseinander. Und wenn man dann bei einem Chartprogramm mal eingibt, praktisch das Verhältnis S&P oder Halbleiteraktien zum S&P 500, dann sehen wir das Potenzial, zumindest einer Schulter-Kopf-Schulter, kommt da ein Bruch. Mal sehen, ob das passiert. Wir sehen jedenfalls negative Divergenzen
bei Nvidia an allen Fronten. Da muss ein Rebound kommen, ein stärkerer bei diesen Halbleitern, sonst wird es ungemütlich. Gemütlich macht es dagegen sich der Michael Saylor, denn es dürfte jetzt so sein, dass MicroStrategy in den Nasdaq 100 aufgenommen wird, also das Bitcoin-Schneeballsystem oder das Schneeballsystem mit Hilfe von Bitcoin von Michael Saylor. Interessanterweise hat ja MicroStrategy seit Jahren Geld verloren. Man sitzt sozusagen auch Buchgewinnen, weil man ja beim Durchschnittskurs von 60.000 gekauft hat. Aber allerdings hat man den Einkaufspreis permanent erhöht mit steigendem Bitcoin-Preis. Vor allem jetzt im November, aber auch im Oktober, aber auch im Dezember. Da schlägt er richtig zu, der gute Michael Saylor, und verteuert seinen Einstieg. Wenn Bitcoin unter 60.000 fallen würde, dann würde das für diesen Herrn ungemütlich werden. Und ungemütlich ist es auch für viele gehebelte Krypto-Guys, die gesagt haben, wir wollen da rein, wir wollen reich werden. Hier sehen wir mal, das Liquidationsvolumen ist so hoch wie mit Abstand noch nie. Da hat es einige richtig erwischt, als es da mal nach unten ging. Wie gesagt, die waren gehebelt drin. To the moon geht nur bergauf. Und jetzt sieht man, geht vielleicht nicht bergauf. Und bergab geht es mit der deutschen Autoindustrie, wie ich gestern ja schon thematisiert hatte. Und Christian Miele zeigt nochmal diesen Irrsinn von Scholz, der also sagt, wir brauchen Kaufanreize für E-Autos und nur E-Autos, alles andere sei eine Rolle rückwärts. Und da sagte der Christian Miele wieder sehr klar und sehr klug, Subventionen können keine Dauerlösung sein, wenn Autos, E-Autos sich nur oder nur durch staatliche Gelder wettbewerbsfähig sind, dann gibt es da ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Dann die unkritische Technologiefixierung. E-Autos sagt, es sind Teil der Lösung, aber sicher nicht die Zukunft alleine. Wir brauchen Technologieoffenheit, auch andere Antriebsarten. Infrastruktur bleibt das Kernproblem. Dann die Diskursverweigerung. Er sagt ja hier, jeder, der das anzweifelt, macht eine Rolle rückwärts. Das ist praktisch alternativlos. Ja, das hat davon Merkel gelernt. Illusion über Arbeitsplätze. Hier auch nochmal der Punkt, den ich gestern gebracht habe, dass eben einfach für Elektroautos viel weniger Arbeitnehmer benötigt werden. Also, es ist ein richtiges Drama und jetzt kommt der gute Scholz um die Ecke. Oh, die Leute leiden doch so unter den Lebensmittelpreisen. Da senken wir mal die Mehrwertsteuer von 7% auf 5%. Okay, wir wollen euch ja helfen. Und das hat er ja der Gastronomie auch schon gesagt, damals als die Mehrwertsteuer auf 7% gesenkt wurde, hat er gesagt, wird dauerhaft passieren, dann ist es nicht so dauerhaft gewesen. All das in einer Situation, wo wir so viel Atomstrom wie noch nie importieren aus Frankreich, damit immer abhängiger werden von Importen, wenn bei uns mal Wind und Sonne nicht der Fall sind. Also das ist sozusagen eine Katastrophe, die dann sich eben auch zeigt, Jobs im verarbeitenden Gewerbe. August minus 49.000 zum Vorjahresmonat, September minus 81.000, da gehen die Jobs verloren. Da ist eine absolute Deindustrialisierung am Werke und ohne Industrie nicht mehr Wohlstand. Ganz simpel, 1 und 1 ist 2 und wenn ich 1 minus 1 mache, dann habe ich 0 und 0 heißt eben auch dann weniger Sozialstaat, weniger Leistungen, die möglich sind. Das scheinen die Herrschaften nicht zu kapieren, die immer noch irgendwie überlegen, Herrn Scholz zu wählen, was mir wirklich inzwischen schleierhaft erscheint, zumal das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen wurde. Etwa von der genialischen grünen Umweltministerin Frau Lemke, die wahrscheinlich 1 Milliarde in irgendwelche gefälschte Klimaschutzprojekte, wo Betrug der Fall war in China, jetzt werden wir vielleicht in Syrien dann gendersensitives, was weiß ich, Umweltverhalten irgendwie ein paar Millionen raushauen oder vielleicht am besten noch ein paar Milliarden. Also diese Regierung hat so viel Geld verplempert. Es ist Zeit, dieses Geld zusammenzuhalten, sich zu fokussieren auf das Wesentliche und nicht solche völlig ideologisierten, zweckfreien, völlig sinnentleerten Programme zu machen. Wir retten die Welt. Wir brauchen jetzt langsam selber Rettung. Das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist. Wichtig auch das, was am Donnerstag passiert, meine Damen und Herren, nämlich Krypto. Da habe ich vorhin gezeigt, das hat einige bös erwischt. Jetzt das Interview mit Markus Miller am Donnerstag, also am morgigen Donnerstag, 19 Uhr. Wer das gucken will, braucht dafür einen Link. Dazu muss er sich per E-Mail anmelden. E-Mail reicht. Hier also E-Mail-Adresse eintragen, dann wird man einen Link bekommen und ab 19 Uhr morgen können Sie dieses Interview sehen. Ich glaube, das wird sehr spannend. Ich bin ja bekanntlich ein Krypto, wie soll ich sagen, Skeptiker wäre jetzt fast zu viel gesagt, okay, aber ich bin jetzt nicht so der
der Bitcoinista vor dem Herrn, anders als wahrscheinlich Markus Müller. Ich freue mich schon auf diese Auseinandersetzung. Wie gesagt, verlinke ich unten oder auf YouTube dann auch als angepinnten Kommentar und verweise noch auf diesen Artikel. Inflation steigt wieder. Weniger Zinssenkungen der Fed. Was Sie vor den heutigen Inflationsdaten um 14.30 Uhr wissen müssen, 14.30 Uhr mal reinschauen bei Finanzmarktwelt, denn da bringen wir brühheiß die Zahlen. Also diese beiden Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.